die lasse ich im Topf stauben. Ah, okay, aber interessant. Die, also das muss man beobachten, die treibt dann alles, was sie an Harz produzieren kann, wird dann noch produziert. Da waren 475 Gramm trocken an einer Pflanze dran, Indoor. Und die Serious Happiness... Wie viele Mikromol waren das? 900 Mikromol. Echt? Ja. Okay. Also wirklich tolle Ergebnisse. Ja. Also Living Soil ist schon für Terpene das Beste. Ja, ja, definitiv, aber nicht für einen Ertrag. Das muss man auch klar machen. Ja, wenn ich aber nichts zu behandeln habe, aber ich will sie da haben, falls ein Schädling kommen würde, das heißt, ich will eine schützende Kolonie an Nützlingen aufbauen. Aktuellen Versuch, wo wir halt versuchen, okay, möglichst nah am Standard-Grow zu sein, sage ich, darum Erde. Wir hatten aber früher Steinwolle, Koko, alles schon durchgemacht. Die Erde, am Ende des Tages bringt er die Erde, was Terpene anbelangt, definitiv den besten Geschmack. Und da Living Soil ist ein Riesenthema, das steigert denn das auch nochmal dramatisch. Nachteil Living Soil ist, es ist einfach... Also Living Soil ist schon für Terpene. Ist das besser. Ja, definitiv, aber nicht für einen Ertrag, das muss man auch klar machen. Ja, das ist einfach, man kann nicht alles haben, Blütewoche, da geht dem Zeug einfach die Energie aus. Aber der kommt auf, die Pflanze kommt doch dann in den Nährstoffmangel ein bisschen, so Nährstoffstress. Genau. Und dann bildet sie mehr Terpene dadurch. Kann man so sagen. Ja, das immer wieder ein bisschen stressen, dass sie auch, gibt es ja auch so, dass du, wenn du ein bisschen Wasserstress gibst, verändert es auch wieder. Definitiv, oder? Genau. Das ist das Spannende, wir hatten ja vorher das Thema UV. Mhm. Wenn ich die Pflanzen in der letzten, die letzten zwei Wochen nicht mehr gieße, dann habe ich richtig viel Zuwachs im Cannabinoid-Bereich und richtig viel Zuwachs im Terpenbereich. Aber und das Ganze kostet, nicht mal, die letzten zwei Wochen reicht das Gift ab. Ja. Also, ich also dann würdest du empfehlen, in den letzten zwei Wochen vor, also wenn du planst, in zwei Wochen zu ernten, dann einfach ein bisschen weniger Wasser geben oder wie viel Prozent? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Na, also ich sage, okay, die zweite Woche vor der Ernte reduziere ich oder gehe mal nur auf Wasser, dass ich einfach die Salze noch ausspüle. Mhm. Und dann letzte Woche, die lasse ich im Topf sterben. Ah, okay, aber interessant. Die, also das muss man beobachten, die treibt dann alles, was sie an Harz produzieren kann, wird dann noch produziert. Mhm. Und das Schöne ist, jawohl, wir reden von UV, was für dich als Kunde bedeutet, jawohl, eine Investition, mehr Stromverbrauch und hin und her. Mhm. Du hast deutlich mehr Effekt, vor allem von der Gießen. Und das finde ich schon mega spannend. Das ist schon einfach so ein super Trick. Und das wissen wir halt aus dem Schweizer Labor, weil wir der CBD-Produzent waren sozusagen. Ja. Und da konnte man einfach die Qualität pushen. Einzige Nachteil ist, sobald es der Pflanze natürlich schlecht geht, siehst du auch, also wir hatten in der Schweiz einen großen 200 Quadratmeter Blüteraum und hatten ein rollierendes System. Das heißt, alle zwei Wochen wurden zwei Tische geerntet. Das heißt, der Raum war nie leer. Mhm. Der war immer nur Blüte, Blüte, Blüte. Oder? Und die Wege haben wir im anderen Raum gemacht. Und jetzt hast du die Situation gehabt, die letzten zwei Wochen hast du die Pflanze gequält. Mhm. Und durch das, dass der Raum nie leer war, hast du auch immer einen gewissen Schädlingsdruck im Raum. Also der ist nie komplett schädlingsfrei. Aber mit biologischen Mitteln lässt sich das im Griff halten, solange es der Pflanze gut geht. Sobald es der Pflanze schlecht gegangen ist, hast du gesehen, jawohl, alles, was in dem Raum kreucht und fleucht, hat sich auf die Pflanze gestürzt. Also das ist ein bisschen der Nachteil, das muss man im Griff haben. Mhm. Ich sage aber in kleineren Systemen komplett problemlos. Und das ist auch der Grund, wieso ich heute sage, jetzt auch mit der ganzen Clubszene, die da wahrscheinlich auf uns zukommt, dass ich ganz klar sage, auch wenn das Invest deutlich teurer ist, mach mehrere kleine Räume, damit du zum einen dieses Risiko des Schädlingsbefall minimierst und dass du deutlich flexibler im Anbau sein kannst. Mhm. Weil man da einfach viel Erfahrung in einem sehr harten Markt, dieser CBD-Markt, der ist extrem preisgetrieben. Das haben wir alles gesammelt und können zwar sagen, jawohl, rein rechnerisch, wenn ich einen Businessplan schreibe, ist ein großer Raum viel effizienter. Und den beernte ich kontinuierlich. Mhm. Aber in der Praxis ist das eben überhaupt nicht der Fall. In der Praxis ist das einfach eine Vollkatastrophe. Also ich habe jetzt zwei jetzt ganz konkret basierend auf den Versuchen hier, die Serious Happiness von Serious Seeds, die macht ziemlich viel mit, die hat schon viel mitgemacht und war hoher Ertrag auch. Ist eine absolute Ertragssorte. War auch die jetzt, die hier den stärksten Ertrag abgeworfen hat, im Schnitt, das ist das Wichtige, weil das war ja die Frage. Das heißt, wir haben eine andere Sorte, im selben Labor, selbe Bedingungen, andere Versuchsgruppe, einfach nur eben um zu sehen, was ist der Unterschied in der Genetik. Die höchsten zwei Erträge pro Pflanze, trockene Blüten, waren bei der anderen Sorte, das war die London Mint Cake. Da waren 475 Gramm trocken an einer Pflanze dran, Indoor. Und die Serious Happiness... Wie viele Mikromol waren das? 900 Mikromol. Echt? Ja. Okay. Also wirklich tolle Ergebnisse. Ja. Und das war jetzt nicht diese das ist das, was ich sagen will, mit diesem idealen VPD, das war nicht eine einzige Pflanze, die jetzt total outperformed hat. Und alle anderen waren eigentlich, die ersten 10 Plätze sind bunt gemischt, Serious Happiness und London Mint Cake. Und keine ist unter 320 Gramm trocken pro Pflanze.
Bei der Happiness, also wie gesagt, die stärksten zwei sind bei der Mint Cake, direkt dann aber Platz 3 auch mit über 400 Gramm ist auch schon eine Happiness. Im Schnitt ist aber die Happiness die mehr pro Quadratmeter und im Schnitt mehr pro Pflanze abgeworfen hat. Das ist genau das. Das heißt, die macht mehr mit. Die bringt mir im Schnitt aus Samen, also wichtig, das war ein Samendurchgang. Jetzt machen wir es mit Stecklingen. Ich bin selber gespannt, was da jetzt rauskommt. Und im zweiten Versuch hatten wir auch mega Ergebnisse. Alles über ein Kilo pro Quadratmeter. Alles tolle Ergebnisse. Da hatten wir eine Critical drin. Und die war auch unglaublich homogen. Selten so eine homogene Pflanze aus Samen gesehen. War fast wie ein Stück. Critical von? Royal Queen Seeds. Absolut homogen, absolut identisch. Der Bagger Peel wird über den ganzen Durchgang überall dasselbe sein. Da war absolut kommerzielle Sorte. Für genau das, was wir besprochen hatten. Also ich habe jetzt die halt gesehen. Ich habe die als Samenpflanze. So, wie halt genau, es war von der Wuchshöhe, von wie die einzelnen Pflanzen am Schluss aussahen, da war die kleinste Varianz, die ich bis jetzt gesehen habe in einem Samendurchgang. Ja. Dafür nicht. Es gibt ja auch immer zwei Seiten, dafür halt das Spannendste war es nicht. Also es war alles halt immer dasselbe. Und genau das will ich ja, diese Konsistenz will ich sehr, sehr oft nicht immer. Die anderen Pflanzen haben mitunter weniger dran gehabt, aber waren die einzelnen Buds, da war mehr Farbe drin zum Beispiel. Da waren Farben und herausstechender waren die anderen, auch von den Terpenprofilen und so her. Ja. Zwar habe ich gesehen, ihr habt immer so Säckchen an den Pflanzen. Habt ihr ja. Das immer noch? Ja. Was ist da drin? Nützlinge. Sind präventive Nützlinge. Was sind präventive Nützlinge zum Beispiel? Also präventiv einfach, wir wenden sie an, ob wir Schädlinge haben oder nicht. Das heißt, die kommen immer rein, damit sich gar nicht kein Schädling eigentlich ausbreiten kann. Wie oft wechselt ihr die? Die werden, es kommt ein bisschen auf die Milbe, meistens sind es halt Milbengattungen, jetzt beim Cannabis sind es fast immer Milben, die da heben ab, die man präventiv einsetzt. Kann man auch mit, also präventiv gibt es auch ein paar spannende Schlupfwespenarten, also hat nichts mit einer Wespe zu tun, sondern Schlupfwespen sind meistens parasitäre Nützlinge, das heißt, nicht alle, aber ein paar, von denen ich jetzt weiß, wie es genau abläuft, die legen Eier in die Schädlinge oder in die Eier der Schädlinge. Das heißt, die fressen die jetzt nicht, sondern unterbrechen einfach den Wiederherstellungszyklus. Ihr tut sie immer wieder rein und die verbreiten sich, aber wenn genau. Nichts da ist, dann sterben die wieder. Und da kommen die Säckchen ins Spiel. Diese Milben, wenn ich was behandeln will, also einen akuten Befall, dann bekommen den nimmt man diese Milben eigentlich als Streuware, dann bringe ich die in viel höherer Dichte als Streuware aus. Wenn ich aber nichts zu behandeln habe, aber ich will sie da haben, falls ein Schädling kommen würde, das heißt, ich will eine schützende Kolonie an Nützlingen aufbauen, dann kommen die Säckchen ins Spiel. Da haben die ein Mikroklima, das für sie passt grundsätzlich. Die können dann lange überleben. Da haben sie Nahrung drin und gehen wieder zurück und können. Die gehen immer wieder da rein. Genau, auch das begrenzte Zeit. Also kannst du die mal genau nennen? Wie heißen die? Also wir haben jetzt Emblemite, wie heißt die Mischung? Entschuldigung, warte mal. Swirskii ist eine Gattung, die wir drin haben, dann die Cucumeris, Californicus, ja, genau. Und Emblemite heißt die Mischung, ja. Würdest du sowas auch in einem Homegrow? Auf jeden Fall, macht immer Sinn, ja. Schadet nichts, kostet nicht die Welt. Auf jeden Fall besser als Spritzmittel. Was meinst du mit Spritzmittel? Also keine giftigen Spritzmittel würde ich sehr stark, also solche, die würde ich nicht, es gibt ein paar natürliche Mittel, die kann man ruhig, genau. Aber die sind halt nicht so wirken schon auch, also wenn, ja. Aber wenn ich es mit Nützlingen handeln kann, finde ich es einen sehr sympathischen Weg, weil ich bringe nichts aufs Blatt auf. Was mir auch wieder mitunter dann, also grundsätzlich, wenn ich auf dem Blatt irgendeine Schicht von irgendwas aufbaue, im Zweifelsfall beschichte ich ja auch die Stomata-Öffnungen, das heißt, ich beeinflusse da irgendwas. Wenn der Nützling, der hängt da an der Pflanze, der bewegt sich auf der Pflanze auf und der beeinflusst die Pflanze in keinster Weise negativ. Wenn ich es damit hinbekomme, dass ich keine Schädlinge habe, ist das der Weg, den ich immer wieder gehen würde. Die meisten halten sich an gewisse Zeitabläufe. So, das heißt, nach x Tagen wird umgestellt, so mit ganz kleinen Puffern. Grundsätzlich auch kein schlechter Weg, das zu machen, vor allem wenn ich immer wieder mit denselben Sorten und Genetiken arbeite. Was der Fall ist, das heißt, der Stretch, der danach passiert, der basiert stärker auf dem Energieniveau, das die Pflanze bei der Umstellung hatte, als wie auf der Größe, die sie vorher hatte. Das heißt, dieses gehe sehr, sehr früh in die Blüte, wo ich noch eine unglaublich kleine Pflanze habe, die noch kaum entwickeln konnte im Topf. Die wird mir kleiner bleiben, kann aber sein, dass die sogar sehr groß wird, weil die eigentlich verzweifelt noch versucht, sich auszubreiten und aufzubauen und noch keine Zeit hatte, Zucker einzulagern. Das Gegenbeispiel wäre eine Mutter. Wenn man eine Mutterpflanze umstellt, das heißt, die hatte unendlich lange Vegetationszeit, die
wächst gar nicht mehr eigentlich. Wenn du zu früh machst, dann... Ist nicht per se was Schlechtes, aber... weniger Ertrag wahrscheinlich. Auf der einzelnen Pflanze, ja. Auf der einzelnen Pflanze, aber das kann, wie gesagt, das also kann absolut mein... auf die Tagesanzahl orientieren, wenn man umschaltet? Nein, ja, aber ich muss, also auf meine Strategie, ich habe ja eine Strategie, wenn ich ein Sea of Green mache und meinen Quadratmeter mit 30 1 Liter Topfpflanzen vollstelle, dann werde ich keine lange Wege fahren. Macht in dem Konzept halt wenig Sinn. Wenn ich aber eine... Und einen 20 Liter Topf? Ja, oder lass es noch größer. Wenn ich wirklich einen großen Topf mit einer großen Pflanze, dann schaue ich mir das halt mitunter anders an, ja. Okay. Und wenn ich dann noch so High-Stress-Trainings und so reinbringe, also wenn ich wirklich dann frogge und toppe und mache, dann muss ich die Wege eh verlängern. Wie es funktioniert, also dieses Low-Stress-Training, wie es sich nennt, ist eigentlich das Biegen und das leichte Anknicken von Trieben, um die dann meistens mit einem Netz, kombiniert mit einem Netz, dann so durch das Netz so auszufächern, dass auf möglichst viele Triebe meiner Pflanze eben wieder viel Licht kommt. Und das ohne zu schneiden. Und das High Stress, das sind dann Dinge wie Toppen. Ich habe einen Vortrieb meiner Pflanze und schneide den in der vegetativen Phase, noch ohne Blüten, dann schneide den ab. Und dann versucht die Pflanze wieder einen Vortrieb zu bilden und bringt aber alle Seitentriebe dann mit drauf. Und so wächst meine ganze Pflanze eher in Stockwerken und macht nicht diesen einzelnen Vortrieb, genau. Und das kann, je nach Strategie, halt das sein, was ich will. So, was war der höchste EC-Wert, den du gefahren hast, ohne dass du die Pflanze versalzen hast? Kommt auch aufs Substrat natürlich an, jetzt auf Erde. Kannst dann schon mal 2,4, 2,5. 2,4? Habt ihr echt 2,4, aber mit CO2? Nee, also das ist schon grenzwertig dann nachher. So, aber also mit CO2 waren es dann noch, waren wir dann schon bei 2,8 herum. So. Wow. Ihr schaut das Video immer noch an. Das zeigt mir, dass ihr richtige Grower seid. Jetzt hast du die Chance, eine Evo 480 zu gewinnen. Ist gesponsert von Garten Eden in Ulm. Großes Dankeschön nochmal an Erik, an dich für das tolle Geschenk an die Weedland Community. Martin Anker hat auch noch was für dieses Video gesponsert. Und das ist eine Sunlight Q1 mit Dimmfunktion. Jetzt sage ich euch erstmal, wie ihr das gewinnt. Schreibt in die Kommentare, was ihr unbedingt sehen wollt, was euch interessiert und worüber wir mal was reden sollten. Am Ende vom Kommentar einmal Hashtag Weedland reinschreibt und dann seid ihr mit in dem Gewinnspiel für die Evo 18. Am 28. Januar, ganz, ganz wichtig, an Sonntag, wird live auf Twitch die Verlosung stattfinden. Martin Ankrand ist natürlich auch dabei und wird natürlich alle eure Fragen im Livestream beantworten. Wo können Sie die gewinnen? Natürlich Weedland Instagram. Ich verlinke euch jetzt hier nochmal, wo ihr das gewinnen könnt, in dem Gewinnspiel auf Instagram. Ihr könnt es ja mal reinschauen. Und zwar hier wäre das Verlosungsende am ersten Weihnachtsfeiertag. Das heißt, nach Weihnachten geht die Lampe direkt raus zu euch. Und wenn euch die Folge gefällt, dann lasst uns doch bitte ein Like da. Und vergesst natürlich nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Content weiterhin von uns verpasst.